Ja, hallo. Willkommen. ZTK 2017. Sehr schön, sind wir gekommen. Ja, letztes Jahr haben die Schaffhauser die Idee gehabt, mal die Idee von einem Camp zu lancieren. Haben angefangen, in der ganzen Schweiz rumzutouren und den Leuten zu sagen, ja, wir könnten ja mal ein Camp machen. Lange herum diskutiert worden. Irgendwann haben sie einfach gefunden, jetzt tun wir mal das Camp mieten und sagen den Leuten, jetzt müssen wir kommen. Und hat scheinbar funktioniert. Immer mehr Begeisterte gehabt. Ist Schweizerdeutsch okay? Die Hälfte der Regel versteht es gerade nicht. Ja. Immer mehr Begeisterte gefunden, die sich für die einzelnen Infrastrukturteile und so begeistert haben. Es gab ziemlich schnell ein Design, das wir dann konsequent versucht haben umzusetzen. Am Anfang war die Idee, nicht unbedingt ein CCC-Camp zu machen, sondern ein bisschen alle die verschiedenen Makers und so weiter, die in der Schweiz sehr versplittert sind, zusammenzubringen. Dann hat sich dann CCC Zürich ein bisschen sehr reingelegt und ist ein bisschen sehr nach Standard CCC abgelaufen, die Organisation. Ich glaube, das ist kein Problem. Das ist halt ab und zu ist mal etwas ein bisschen anders als erwartet vielleicht. Sprecht uns an, fragt, redet, meckert, wie ihr wollt. Im Prinzip, die Orga ist nicht sehr erfahren im Organisieren von Camps. Das merkt ihr auch. Vielleicht Netzwerk geht noch nicht am Tag 1. Moment, wir sind jetzt offiziell CCC-Camp. Am ersten Tag läuft es WLAN nicht. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Gut, dann Stamp CCC drauf. Und es gibt unzählige Leute, die uns geholfen haben mit allen möglichen Ideen, Logistik, Material hingekarrt, auf ganz kreative Art und Weise. Plan B, Plan C, Plan D, Plan E ausgearbeitet. Und allen Leuten schon mal danke dafür. Ich würde mal einen Applaus. Wo sind eigentlich die Slides für euch zu sehen? Okay. Sieht man sie? Was ist das nächste Slide? Genau, das ist. Nein, du hast mir gar nicht für Slides. Okay, dann machst du. Es gibt kein Slide, wir haben keine Bilder. Aha. Oh. Schade. Ja, Strom liegt in der Wiese mehr oder weniger. Wasser hat es im Haus, da bei der Duschen. Ich glaube, das da hinten hat es auch noch. Was braucht es noch? Kühe haben wir entfernt. Die waren vor einer Woche noch um den Zelten. Die finden Zelte sehr interessant. Zurück bleibt ein Haufen Elend. Netz kommt bald. Ist noch in Arbeit, insbesondere WLAN. Die Idee ist, dass es da hinten eigentlich WLAN gibt, überall in der Wiese und beim Haus und im Hackcenter und überall. Und was gibt's noch? Allgemeine Infos. Wo ist was? WCs habt ihr vielleicht schon nach vorne gefunden. Die Lounge ist wetterfest, hat Musik, hat eine Bar. Wir werden auch dort Essen zubereiten. Es gibt auch eine Grillstelle draußen. Also man kann entweder grillen oder drinnen was konsumieren. Pizzaofen gibt es in Form von Workshop, genau. Haben wir schon mal festgestellt, dass es funktioniert. Sehr gut zu empfehlen. Alle hingehen. Genau. Der Pool, da kam eine Idee auf, einen Pool zu mieten, kaufen, Occasion. Es ist sehr experimentell. Es ist viel Wasser, der könnte auch platzen, wenn man zu viel Dummheiten macht. Also, ja, nicht reinspringen, genau. Und es ist auch immer in Kombination mit Strom. Strom und Wasser ist so ein bisschen heikel, also Kopf eingeschalten lassen. Ihr seid alle erwachsen? Kinder? Wo sind die Kinder? Ah, da. Gut,
Pool. Parken. Parken wäre es schön, wenn ihr nicht durch das Feld fahrt, sondern außenrum oder auf dem Weg bleibt. Außenrum hauptsächlich und der Parkplatz ist da hinten. Auch wenn ihr wegfährt, wie ist das mit dem Wegfahren hinten durch? Gut. Genau, das ist so, was wir uns grob an Flurplanung vorgestellt haben. Da ihr alle hier seid, betrifft euch, wo Zelt aufstellen, wo Camp aufstellen, nicht mehr wirklich. Aber genau, wenn Menschen kommen, weiter sagen, Zelte eher vorne, Camper eher hinten, Parkplatz ist da unten beim Abreibplatz. Die zwei schwarz markierten Bereiche, das ist der Reibplatz und der Abreibplatz, die sind relativ tabu. Da sollte man bitte nicht drauf. Bestenfalls Drohnenteile einsammeln gehen, aber keine Zelte aufstellen, sich nicht groß ausbreiten. Das ist irgendein Hightech-Pferdeplatz. Ja, wir wurden gebeten, den nicht zu nutzen. Oder nun, respektive, wer ein Pferd dabei hat, darf gerne. Alle anderen bitte nicht. Genau. Wir haben gemietet offiziell, was ihr hier seht, im Prinzip zwischen den zwei Straßen. Die helle Straße ist eine öffentliche Durchfahrtsstraße, der Wald ist öffentlich. Trotzdem schön, da können einfach normale Menschen sein. Müsst ihr aufpassen. Die sind so normal. Voll komisch. Genau, für die, die das Konzept von Chaos Events oder von Hacker Camps nicht kennen, es gibt Talks, es gibt Workshops. Talks sind hier, Workshops sind irgendwo. Es gibt Infobeamer, das sind diese Bildschirme, wo drauf steht, was als nächstes kommt. Wir haben einen Fahrplan, der irgendwo im Wiki verlinkt ist. Oder Fahrplan sollte gut sein. Was soll ich dazu sagen? Gut. Wo die ganzen 4 Tage geplant sind. Genau, Essen versuchen wir zuzubereiten. Es gibt 3 Menschen auf Platz, die machen Presse, Medieninfo. Ja. Also es gibt 3 YouTuber, die versuchen so Reportagen zu machen und weniger skandalträchtige Nachrichten für am Abend, sondern ein bisschen gelassener und für alle ertragbare News zu produzieren. Die haben uns gefragt und gebeten, ob sie auf Platz Aufnahmen machen können. Für uns wäre das eigentlich im Prinzip okay. Die üblichen Regeln gelten. Die Leute müssen gefragt werden, die aufs Bild kommen, und sie sollten nicht irgendwie Bildschirme abfilmen. Sie sind natürlich auch interessiert an ein paar totalen Einstellungen, wo viele Leute drauf sind. Da ist es immer schwierig, alle Leute zu fragen. Wir werden das höchstwahrscheinlich mal bei gewissen Events am Anfang machen, dass wir sagen, Leute, 5 Minuten lang machen wir Aufnahmen. Müssen halt die Leute, die nicht auf dem Bild sein wollen, ja, ein bisschen daneben stehen oder so. Wann, wo ist noch offen mit dem Termin, was wir machen? Wenn ihr das Gefühl habt, diese 3 Leute, die jetzt nicht da sind, sonst hätte ich euch die Gesichter gezeigt, nerven euch oder machen komische Sachen, dann sie direkt ansprechen. Es kommt nicht heute und nicht morgen Abend im TV, das ist Ding. Und also sie sind bereit, Zeugs rauszuschneiden, das nicht drauf sein sollte. Und wenn ihr nicht die Leute direkt ansprechen wollt, sprecht mich an oder Toni, und dann reden wir nochmal mit den Leuten. Ist das okay so? Oder gibt es Einwände irgendwie? Oder sonst eben kommt zu mir persönlich danach. Wir möchten, dass das Camp auch eine Ausstrahlung danach hat, dass wir etwas in der Hand haben. In dem Sinn kommt das eigentlich willkommen, dass sie Aufnahmen machen, Interviews und Zeugs anschauen. Aber eben, wir versuchen hier ein bisschen einen Kompromiss, den allen dient, zu finden. Genau. Was man noch zum Gelände sagen kann, wir sind hier in einem Naturschutzgebiet. Leider, muss man vielleicht sagen. Und haben jetzt einen längeren Krieg mit der Stadt Schaffhausen hinter uns, was wir hier dürfen, was wir hier nicht dürfen. Es hat wenig Licht auf Platz. Das liegt nicht daran, dass wir in der kistenweise LEDs rumstehen hätten. Das liegt schlicht daran, dass wir sie offiziell nicht aufstellen dürfen.
Ja, wir. Nathan Wi-Fi ist geplant, kommt. Es gibt Deck auf Platz. Und da will, glaube ich, vom Mikrofon was zu sagen. Chris? Chris? Der baut gerade Deck, okay. Also, wir haben Deck auf Platz. Deck, das ist dieser Funktelefonstandard. Das sind all die Telefone, die ihr alle daheim habt und die ihr hoffentlich alle dabei habt, weil das stand nicht wichtig, dass ihr die mitnehmen sollt. Die kann man registrieren und dann haben wir hier eine große Telefonanlage und man kann jeden auf dem Camp erreichen. Genau, Registration wird dann wahrscheinlich in der Lounge sein. Die Antennen müssen noch rauf und dann läuft das. Genau, Details, den Menschen fragen, der mit den Antennen in der Hand rumläuft. Genau, noch ganz kurz zum Flugplan, was wir vergessen haben. Das Ding da. Diese Hütte. Das ist ein Gasthaus, das gehört nicht zum Gelände. Da werden auch Menschen hinfahren. Die sind da, die tun Dinge, die sind lieb. Einfach ignorieren. Das sind Ländler. Die sind relativ, das ist das Schlimmste von normal. Entschuldigung. Wir haben ein Badge. Und da will Toni was dazu sagen, weil der hat den gebaut. Also es wird zum Badge hier auch einen Vortrag geben. Am 2:30 heute Mittag, glaube ich. Nein, der Badge wird zu kaufen sein. Ja. 10. Okay, das ist 10 Franken für einen Bausatz. Genau, wir haben eine Lounge mit Acts. Also sag Couchsurfer was dazu. Jo, also wir haben auch irgendwie in der Lounge ein ganz nettes Programm zusammenbekommen. Also ich spiele heute Abend irgendwie um 18, 19 Uhr einen kleinen Opener, ein kleines Preview-Set. Danach spielt dann noch Flipfloater, euch schön in den Abend rein. Morgen weckt er euch dann mit dem Circuit Band Orchestra auf. Und genau, irgendwann nachmittags wahrscheinlich auch so 18 Uhr, aber er meinte, er holt euch dann so langsam ab und spielt was Chilliges. Danach spielt dann Werkhof, SGMK, Allstars. Und am Sonntag spielt dann nochmal Werkhof, um euch wieder so ein bisschen zum Frühstück um 18 Uhr. Und danach spiele ich dann das Cetico-Set. Und dann schauen wir mal, ob wir dann am Montag irgendwie noch so ein bisschen Afterparty machen in der Lounge. Das gucken wir dann einfach mal spontan. Und ja, ansonsten sollte eigentlich die ganze Zeit auch irgendwie Musik in der Lounge laufen. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Wenn ihr irgendwie was habt, was ihr hören wollt, was ihr spielen wollt, kommt einfach auf mich zu. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Jo, das war's von der Lounge. Was haben wir noch? Kasse? Kasse fällt noch. Also ihr habt ja irgendwie ganz viel Geld für ein Ticket ausgegeben. Was wunderbar ist, weil das erlaubt uns irgendwie ein Event zu organisieren. Also vor allem irgendwie diesen Platz zu mieten, Infrastruktur, wissen schon. Kostenvermögen. Die Kasse wird Sky auch in der Lounge sein, jetzt dann auf sein. Da könnt ihr vorbei, da kriegt ihr Bändel, da kriegt ihr eure Shirts. Gut, dann be excellent to each other und habt ein schönes Camp.